Es ist immer wieder etwas Seltsames, der Palmsonntag. Das ist, sagt man immer, so ein bisschen eine Schaukel der Gefühle. Man fängt freudig an und dann kommt das Evangelium, das frohe Botschaft sein sollte, und die Stimmung geht runter. Und man kann das auf verschiedene Art und Weise auch feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Bilder von Jesus, die etwas davon vermitteln, wer er wirklich ist. Also Jesus Buddies, das ist aus dem amerikanischen Raum, sehen ein bisschen wie der Elvis aus, also mit einem breiten Lächeln und einem Daumen hoch. Und sehr oft stellt man sich Gott so vor, als einen, der mein Freund ist, der ein guter Vater ist. Davon erzählt auch die Bibel, dass Gott so ist und nicht anders. Aber was für ein Vater ist es, der seinen Sohn in seinen Tod hineinlässt? Was ist das für ein Gott? Und du kannst auf jeden Fall versuchen, das zu erklären. Und du kannst dich in die Bibel vertiefen und du kannst lesen, dass es in dem heutigen Evangelium, das wir gehört haben, einen nackten Mann gab, also Markus 14, 51 bis 52, wahrscheinlich war es der Markus selbst. Du kannst nachforschen, dass der Hahn nicht dreimal, sondern zweimal gekräht hat, oder dass Josef von Arimathea kurz vor dem Sabbat, also eigentlich schon zu Sabbat, Einkäufe gemacht hat. Er hat ein Leinentuch für Jesus gekauft. Du kannst alles nachforschen, aber das streifst du nur auf der Oberfläche, das Ganze. Und die Frage, wer ist Gott, bleibt trotzdem im Raum. Du kannst sie zudecken mit Informationen, mit Plattitüden, mit einfachen Erklärungen. Ja, dass Gott ein guter Vater ist, er wusste, dass Jesus auferstehen wird, deswegen war es halb so schlimm. Aber für Jesus ist es schon schlimm genug. Erstens hat er die Hosen voll, wie er auf dem Ölberg betet. Und zweitens, am Kreuz selber, seine letzten Worte, die wir heute gehört haben, sind nicht besonders verheißungsvoll. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ist Schluss. Wer ist eigentlich Gott? Und ich glaube, dass, was man redlich auf diese Frage antworten kann, ist ein Satz, den man so formulieren kann: Ich weiß es nicht. Und in der Karwoche und in Triduum, also die drei heiligen Tage, vom grünen Donnerstag angefangen bis zur Osternacht am Samstag, wirst du dieser Frage ausgeliefert. Und die Liturgie versucht nicht einmal in diesen Tagen Antworten zu geben. Das ist auch nicht notwendig. Sehr vielen ist es etwas, was ins Blut übergangen ist, dass man Dinge einfach erklärt bekommt, dass man nach einer Erklärung verlangt und die wird einem geliefert. Gott lässt sich dazu nicht zwingen. Was soll man dann mit Jesus tun, der in seiner Angst und in seinem Gehorsam sich solch einem Tod ausliefert? Für meine und für deine Sünden. Ich lade dich dazu ein, in diesen 8 Tagen bis zu Ostersonntag dich auf diese Frage einzulassen und keine einfachen Antworten zu suchen, sondern vielmehr das tun, worum Jesus seine Jünger bittet, wie er am Ölberg ist und selber ziemlich angsterfüllt ist. Er sagt zu ihnen: Wacht und betet. Und das Wachen besteht darin, dass die Jünger dann irgendwann einschlafen, die werden wieder aufgeweckt, schlafen ein, werden aufgeweckt. Das ist Wachen. Das ist anstrengend, höchst unproduktiv und bringt einem eigentlich nichts. Weil die wachen so gut, dass Judas damit irgendwelchen Typen aufkreuzen kann und Jesus verhaftet wird. Also diese Wache ist auch nicht besonders gut gewesen.
Darum ging es Jesus eigentlich nicht, sondern dass die Jünger mit ihm diese Zeit verbringen. Und in der Liturgie heute haben wir in der zweiten Lesung auch etwas gehört, was eine Zusammenfassung dessen ist, wer Gott für uns ist und was Jesus gemacht hat. Und ich möchte euch jetzt nicht weiter quälen mit meinen Ausführungen, weil die sind sowieso eigentlich für nichts gut. Ich lese deswegen gerne immer wieder die langen Fassungen von den Evangelien. Ich weiß, das ist manchmal anstrengend, aber jedes Wort Gottes ist viel wertvoller als 10 Minuten meine Predigt. Deswegen will ich auch mit der zweiten Lesung heute abschließen. Ich lese es noch einmal vor, das ist aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Kapitel. Wer ist Gott? Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters.